Teil 2. Ja, das ist leider dem großen Interesse geschuldet, was ich heute habe. Wir wollten eigentlich nur 10 Minuten drehen, ja, aber jetzt ist jemand dabei, der sich mal ganz kurz vorstellt. Ja, mein Name ist Simon Matzerath, und ich bin seit gut 1,5 Jahren hier Direktor im Historischen Museum Saar. Es gab in Teil 1, da haben wir schon einiges gezeigt, aber jetzt sind wir hier an der Wand, da läuft jetzt ein Projektor. Was kriegt man hier zu sehen? Ja, wir haben insgesamt 113 saarländische prominente Personen, die wir hier zeigen, und wir konnten nicht alle mit persönlichem Objekt präsentieren, das hätten wir gar keine Fläche für gehabt, und deshalb haben wir hier eine große Präsentation am Ende der Halle, wo 84, sogar inzwischen 85, wir haben einen noch ergänzt, 85 Persönlichkeiten ablaufen, die ganz wichtig sind für ganz unterschiedliche Kategorien und Lebensbereiche. Wusstest du, dass der erste Kardinal Boliviens aus dem Saarland kommt? Ein Püttlinger? Nein. Hier haben wir sein Bischofsornat. Hier ist auch noch die Mitra, also die Mütze, kann man sagen, nebenan. Genau, links hier in der Vitrine. Genau. Und er hat damals so ein bisschen auch das System der Bergmannshäuser, also einen kleinen Garten, um sich zu ernähren und so. Das hatte er als System zu den Indios gebracht in Bolivien und hat das dort 1500-fach kopiert. Also es gibt ein Projekt, das bis heute weiterläuft, aber er ist 1990 dann verstorben. Ja. Ja, hier ist jemand, der darf natürlich nicht fehlen, der Klaus Erfurt, da wird jetzt der Lang von Porsche, wird der, ich glaube, der beauftragt ihn alle 8 Wochen, ja, ganz bodenständiger Typ, muss ich sagen, ich habe ihn ja kennengelernt, also der wirklich kann natürlich saugut kochen, aber er ist wirklich am Teppich geblieben und ja, darf nicht fehlen, ne? Ja, wir hätten Christian Bau ja auch auswählen können, aber wir haben es am Ende dann für Erfurt entschieden, beide haben ja drei Sterne, Erfurt ist aber, sag ich mal, seit langem in Saarbrücken etabliert, und das war dann für uns irgendwie am Ende das Argument, uns für ihn zu entscheiden. Da ist er jetzt bei der Arbeit. Also ein Spitzenkoch darf nicht fehlen hier in der Ausstellung, Klaus Erfurt. Was ist das denn hier? Ja, das ist noch von dem Kardinal aus Bolivien. Also damals, als er noch Bischof war, hatte er diesen Stab. Ja. Okay, das war der Stab. Das ist wirklich, das ist jetzt kein Replikat, das ist der Stab. Wir haben hier 120 Originale von 37 verschiedenen Leihgebern. Also wir haben hier, glaube ich, kein Replikat. Ja. So, die kenne ich nun wirklich nicht. Die Katharine Weisgerber aus Schwarzenholz bei Saarwellingen. Was hat die gemacht? Ja, es gab mal diesen Krieg Deutschland-Frankreich 1870-71. Und in diesem Krieg gab es eine Schlacht bei Saarbrücken an den Spicherer Höhen. Die kennst du vielleicht? Ja, die Spicherer. Ich wohne in Alsding. Das ist mein Nachbarort. Super, da oben an der Grenze. Und sie hat dann, wie einige andere Frauen auch, die Soldaten, die verwundet waren, versorgt und wurde dann heldenhaft verehrt und hatte danach so einen richtigen Mythos. Ist aber danach im Alter ganz arm hier verstorben und hatte ihren Dienst als Dienstmark, als Haushälterin hier direkt in der Nähe neben dem Saarbrücker Schloss gehabt. Und sie hat dann verschiedene Orden bekommen und sollte als die heldenhafte Frau dargestellt werden. Und die Originalorden haben wir in Berlin wieder auffinden können. Und im Landesarchiv hier im Saarland haben wir auch die Urkunden der Verleihung dieser Orden gefunden. Und so können wir die sogenannte Schulze Katrin, die oben auf dem Gemälde rechts mit dem Korb zu sehen ist, die ist dann tatsächlich auch, sollte sie verewigt werden in einem Gemälde. Und dann hat man aber, die Geldgeber haben sich dann entschieden, ein größeres Gemälde zu machen, wo sie kaum noch zu sehen ist, dann durfte die Frau doch nicht so sehr im Mittelpunkt stehen. War ja sehr männerdominiert, das 19. Jahrhundert. Genau, wenn du das mal kurz öffnest, bitte. Gerne. Das ist der Orden? Soll ich dir jetzt mal was sagen? Im Katalog haben wir den richtigen abgebildet. Das ist jetzt nicht ihrer, weil wir aus verschiedenen leihtechnischen Gründen, den haben wir jetzt aus Metz, ist ein identischer, zeitgenössischer, aber deshalb müsstest du einmal kurz zurückgehen. Das ist auf jeden Fall ihr Orden. Der ist aus Berlin. Das ist der sogenannte Nichtkombatanten-Medaille. Und die Ernennungsurkunde, also die Verleihungsurkunde, ist direkt dabei. Und das war beim anderen auch das Original. Tja, unglaublich. Ja. Das ist unglaublich. Ich bin ganz. Hier ist auch noch ein Gewehr mit dabei. Ja, das ist ein Gewehr, wie die Franzosen das in dieser Schlacht bei den Spicherer Höhen benutzt haben. Ein sogenanntes Chassepot-Gewehr, das uns jemand aus Saarbrücken geliehen hat, das er aber in Nizza als Kind gekauft hat damals. Also das ist so das Verrückte, wenn man mit diesen Persönlichkeiten zu tun hat, überhaupt an die Objekte zu kommen. Man versucht irgendwen zu kontaktieren, und die meisten Dinge, die wir hier haben, also über die Hälfte wurden noch nie der Öffentlichkeit präsentiert, wurden noch nie veröffentlicht, und das ist eigentlich so auch das Besondere der Ausstellung, weshalb man unbedingt mal hier gewesen sein sollte. Ja. Ich habe heute so viel gelernt.
hier ist jetzt eine Fotobox oder was ist das? Erich Honecker, der Diktator, ja, der 1987 in Neunkirchen war und dann vor lauter Emotionalität und Heimweh davon gesprochen hat, dass Deutschland wieder eins sein wird, ja, vor der Wiedervereinigung. Und wir haben im Deutschen Historischen Museum in Berlin seinen Jagdanzug geliehen. Echt? Das ist sein Originaler, sieht aus wie bei jedem anderen auch, aber das ist sein persönlicher, den wir hier auch unter Lichtschutz zeigen müssen und deshalb haben wir diese Kabine gebaut. Wir haben nebenan auch, das musst du dir auch direkt angucken, die Minibar aus seinem Wohnzimmer in Berlin-Wandlitz. Ja, das ist die Minibar, wo er dann die Schulterklappen aufklappen konnte, dann waren die Pinnchen da und man konnte den Brustteil aufklappen, da ist eine Flasche drin, eine viereckige. Wenn wir das aber jetzt gemacht hätten in der Ausstellung, wäre der nach vorne gekippt und da mussten wir eben aus konservatorischen Gründen darauf verzichten. Und ich denke, du verstehst jetzt auch, warum wir den Mauerbau als Großfoto dahinter haben, weil wir eben zeigen wollen, Herr Honecker war damals verantwortlich für den Mauerbau und damit auch für viele Tote und Verletzte, die es gegeben hat. Und ja, wir wollen das hier nicht verniedlichen, also mit so einer Minibar, das ist ja ganz lustig, aber am Ende ist das Ganze schlimm. Und das bei einer Persönlichkeit, die 8 Jahre bei den Nazis selber in Gefangenschaft gesessen hat und am Ende nichts daraus gelernt hat, dieselben Fehler begangen hat, nur in einem anderen Regime. Ja, was auch krass ist, hier sieht man die Leute, die wussten ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, was das Ganze, wenn es fertig ist, wird. Ja, also das heißt, die waren, ja, es konnte ja auch einfach nur eine Grenze sein, aber kam dann ganz schlimm. Ja, so ist es. Also ein dunkles Kapitel deutscher Geschichte, aber es ist halt deutsche Geschichte. Genau. Ach, hinter dir, wenn du dich einmal umdrehen könntest, ist nur ein kleiner Lieblingsteil von mir. Wo soll ich ihn zeigen? Bitte auf das Baby. Ach, das ist ein Baby. Warte mal, ich zeig's mal gerade. Und ich sag dir, wann ich bereit bin. Hier erstmal vielleicht mal das Bändchen. Ja, also wir reden hier über Nika Zoe Katharine Bayer. Und ich erkläre kurz, warum wir sie hier drin haben. Wenn jemand prominent ist, kann es sein, dass er in 50 Jahren nicht mehr prominent ist oder in 100 Jahren. Und es kann sein, dass jemand der Allerbeste in seinem Job ist, aber nie prominent wird. Und es kann sein, dass jemand einen anderen Job macht und deshalb prominent wird. Und wir haben einfach gesagt, die Ausstellung muss geerdet sein, bodenständig. Im Grunde haben wir alle Potenzial. Jeder macht gute und wichtige Dinge. Und dieses Baby ist am Tag der Ausstellungseröffnung geboren im Saarbrücker Krankenhaus am 27. August 2017. Da haben wir die Ausstellung das erste Mal eröffnet. Und wir haben dann dieses Foto direkt in die Ausstellung genommen und ihre Lebensdaten und sie überhaupt erst in der Eröffnungsrede auch vorgestellt. Das ist unsere Prominente der Zukunft. Krass, der Vorname ist Nika. Nika Zoe, genau. Und da hast du den noch hingemacht, hast gesagt, und das ist die Prominente der Zukunft. Wer kam auf die Idee? Das war eine sehr intensive Phase. Ich würde jetzt gern sagen von mir, aber ich könnte es nicht 100% bestätigen. Okay, ihr seid hier ein Team, das heißt, ihr sitzt da zusammen. Es muss ja so sein, dass wenn ich hier Geld ausgebe, was ist der Preis für einen Eintritt für Erwachsene, Rentner, Kinder? Wir haben für Erwachsene 6 Euro, Rentner ist vergünstigt, auszubildende Studenten auch und alle unter 18 haben freien Eintritt. Quatsch. Und unter 18 kann ich umsonst rein? Ja, wir wollen ja junge Leute gerade an die Themen ranführen, die wir hier haben. Und wenn jemand für Jonas Hector kommt, lernt er vielleicht Willi Graf kennen und am Ende wollen wir natürlich ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung im Museum schaffen. Simon, ich muss das nochmal betonen. Unter 18, kostenlos? Komplett frei, ja. Also wenn ich eine Familie habe mit 3 Kindern, die sind unter 18, zahle nur ich einen Eintritt, das war's. Selbst wenn du 10 Kinder hättest, müsstest nur du Eintritt bezahlen. Du bist verrückt. Also ich freue mich über Kinder im Museum. Ja, finde ich aber gut. Also es ist eine ganz tolle Aktion. Bis vor kurzem konnte man auch umsonst Bus fahren in Luxemburg. Auch für alle, auch nur am Wochenende. Haben sie dann wieder abgeschafft. Also, aber ich finde das gut. Wir haben eine Besonderheit. Bei uns kann man das Museum auch nur in einer halben Stunde besuchen. Dann können Erwachsene 2 Euro zahlen. Dann brauchen sie nicht 6 Euro zahlen. Wenn sie sagen, ich will jetzt nur einmal den einen Teil oder das andere sehen, dann ist das auch. Und wir haben jeden Mittwoch einen Bus, der Schulklassen und Kindergartengruppen im ganzen Saarland kostenfrei abholt, um sie ins Museum zu bringen. Muss man wohl lang im Voraus buchen. Krass. Das heißt, also für die Schulklassen ist das immer so ein Muss, aber das ist ja so oft so geschenkt. Die fahren halt einfach mal so vorbei, die zählen dann auch so ein bisschen. Aber ich sag mal, das ist richtig spannend hier. Also man kann ja sagen, ey, liebe Lehrer, wenn ihr das hier seht, ja, geht mit euren Schülern hier rein. Ja. Herzlich willkommen. Und das Schöne bei uns ist, man erwartet immer wenig und wird positiv überrascht. Und das hat man oft andersrum. Und das leider. Ist unsere Stärke. Und jetzt ist hier der Heinz Rox minus Schulz, habe ich das richtig ausgesprochen? Eigentlich Heinz Schulz, sein Spitzname ist Rox, deshalb Heinz Rox Schulz.
wurde mal als König der Globetrotter bezeichnet im Spiegel und ist jemand gewesen, der war fürs Olympiateam damals gemeldet, der war Artist und hat mit seinen Handständen beeindruckt und ist dann... Das ist er hier drauf. Das ist er, ja, genau. Und wir haben auch diesen Koffer, den du auf dem Foto siehst, oben im Original. Und da ist ein Zaubertrick drin mit diesen zwei Glasflaschen, den nur 5 Leute kennen. Und den darf ich deshalb nicht verraten. Ah, verstehe. Und das heißt, er ist so rumgefahren, damit er so ein bisschen Spaß hatte. Hat er denn den Leuten auch mal ein paar Sachen gezeigt? Naja, wenn man die Sprache nicht versteht, ist sowas immer ein super, nimmt die Hemmnisse. Ne? Ja, das ist, und der war quasi überall. Ja, ne? Deshalb haben wir hier die 60mm Kamera. Damit hat er Filme über Indien, Südamerika gedreht. Und auch Bücher geschrieben. Und er hatte ein Abenteuermuseum in Saarbrücken. Das gibt es aber nicht mehr. Er ist 2004 gestorben. Genau. Und hat damit natürlich eine Ehrung oder erfährt jetzt eine Ehrung, die ihm wirklich gebührt, oder? Ja, das Museum, jetzt bei uns auf jeden Fall, ja. Und man kann ihn in der Baker Street, in der Mainzer Straße, im Hinterzimmer, kann man auch Teile seines alten Museums noch entdecken. Ja. Krass, das ist ein Tier hier, oder? Das ist ein Gürteltier, das von einem Medizinmann Rox Schulz geschenkt wurde, weil der Medizinmann hatte dieses Gürteltier als Tasche umfunktioniert und da lauter Dinge drin, mit denen er heilen wollte oder konnte. Unter anderem ein Giftpfeil. Prima. Den kenne ich jetzt nicht. Da werden jetzt Saarländer sagen, ey, du kennst jetzt Günter Rohrbach nicht. Ja. Gut, aber du kennst den Film Das Boot? Ja, kenne ich. Produzent war Günter Rohrbach, ja. Und Günter Rohrbach hat über 100 andere Filme produziert und macht das bis heute noch. Also er ist 89 Jahre alt. Und wir haben ihn in München getroffen und haben überlegt, was kann man leihen. Und er hat uns tatsächlich hier aus dem Film Das Boot die Originalkapitänsmütze von Jürgen Prochnow übergeben für die Ausstellung. Die sieht man jetzt bei uns noch bis Mitte Mai übrigens. Danach müssen wir sie wieder zurückgeben. Wir haben auch aus dem Film Das Boot rechts daneben ein Unterwassermodell. Es gab damals 4 Stück, mit dem haben die für den Film die Unterwasserszenen gedreht, wenn sie so Nahaufnahmen gemacht haben. Ja. Das ist aus den Bavaria Studios geliehen und war gerade in London in der Ausstellung, ist von da aus dann zu uns gekommen. Ja. Das war früher noch nicht digital, die haben tatsächlich Modelle gebaut. Genau, da gab es den Beruf noch, Modellbauer. Genau. Und rechts daneben haben wir dann, um zu beweisen, dass man Günter Rohrbach kennen muss, er war übrigens auch bei uns bei der Eröffnung, haben wir hier den Bayerischen Filmpreis fürs Lebenswerk. Dann haben wir den Grimme Filmpreis fürs Lebenswerk. Wir haben den Berlinale Filmpreis fürs Lebenswerk. Der wird gerade schlecht und ich kann den nicht. Den Deutschen Filmpreis fürs Lebenswerk noch ergänzen. Das hat er uns alles in die Hand gedrückt. Aber nicht, weil er das wollte. Ist ein ganz bescheidener Mensch. Aber wir haben halt gesagt, wir müssen irgendwie das auch mal zeigen. Lieber Günter Rohrbach, ich entschuldige mich aufs Tiefste, dass ich jetzt kenne ich dich. Und auch den Film Das Boot kenne ich natürlich, den hat jeder gesehen, glaube ich, jeder Deutsche kennt diesen Film. Ja, genau. Und es gab ja noch einen Director's Cut vor irgendwie 10 Jahren und so. Und die Filmmusik kennt vielleicht auch jeder, genau. Ansonsten kann man sich ihn ja gerne nochmal angucken. Also hier ist dann Weltausstellung Paris 1867, eine Prunk-Amphore hier von Villeroy und Boch. Das haben sie damals, wie vieles andere, sehr aufwendig präsentiert. Wir sind aber stolz drauf. Ja, das ist das Original, was damals da stand. Wir haben nur Originale hier, ja. Ja, das ist nicht so, dass du sagst jetzt, das ist das Ding, was 1800, wann war das? 67, dort in der Weltausstellung in Paris gezeigt wurde. Das sieht man jetzt hier in der Weltausstellung im Historischen Museum. Das ist mal eben für 6 €. Ja, genau. Das ist ganz lustig. Wir saßen in der Kantine von Villeroy und Boch und haben gefragt, ob es den Fusionsvertrag gibt. 1836 ist ja Villeroy und Boch fusioniert, 2 verschiedene Firmen zu einer. 2 Familien sind da zusammengekommen und den Vertrag gibt es, den hat noch nie einer gezeigt. Und es ist jetzt eigentlich nur ein Buch mit zig Unterverträgen, aber wir haben dieses Buch das erste Mal hier. Ich meine, die Firma kennt ja jeder. Und so beginnt das Ganze. Ja, mit einer kleinen Präambel und dann müssen alle paar Seiten sind die Unterschriften von allen Beteiligten, um wieder ein Segment des Vertragswerkes dann zu unterzeichnen. Also da waren die Villeroy und die Bochs wurden dann vereint. Das sieht nicht so aus, als käme es aus einem Laserdrucker, oder? Genau, da war der Buchdruck schon lange erfunden, aber so ein Vertrag ist dann immer noch eine handschriftliche Sache. Das heißt, und das ist das Original?
Auf jeden Fall, ja. Das, also, ja, ich meine, du sagst es ja zum 534. Mal, dass das Original das hier ist. Umso öfter man es sagt, umso glaubhafter wird es, meinst du? Leider nicht, ja. Es ist Johann Franz Boch Buschmann. Nee, ich sage das nur, und das hier ist wahrscheinlich ein Herr Willeroy. Ja, ist auch so. Der ist 1843 gestorben. Und ja, die Familie kennt natürlich jeder. Weltweit mittlerweile ein, ich sag mal, Imperium. Sie haben es auch verdient, muss man sagen. Also vom mittlerweile Besteck bis zum Teller, bis auch hier diese tollen Sachen, die es gibt. Und bis heute sind sie unglaublich berühmt auch für Fliesen. Genau. Diese Fliese, diese Serie der Fliesen, die wir hier in der Mitte sehen, die ist sehr berühmt, weil diese Fliesenserie wurde auf der Titanic gefunden, nachdem man in das Wrack reingetaucht ist. Aus dem Wrack selber durften wir leider keine Fliesen übernehmen, weil dann hätten wir die ganze Ausstellung mitkaufen müssen, die es dazu gibt. Also haben wir aus der Serie etwas übernommen. Dann haben wir hier einen Probenteller, also einen Teller, wo man die Dekore um die Zeit 1815 sieht, die damals im Angebot waren. Unter anderem wie Luxemburg, Alt-Luxemburg, das heute noch zu kaufen ist. Und es ist damals schon drauf auf dem Teller. Das ist so krass. Und das ist alles Saarland. Ja gut, ich meine, heutiges Saarland, damals, das Saarland ging ja durch unglaublich viele Hände. Du hast einen Crashkurs bekommen im Saarlandwissen. Wie war denn das? Wie bist du denn hierher gekommen? Ja klar, mit dem Auto, aber eigentlich. Jemand hat mir mal gesagt, hör mal, da ist eine Stelle ausgeschrieben, und ich war damals in Detmold im Lippischen Landesmuseum und habe gedacht, historisches Museum Saar, könnte das was für mich sein? Ich meine, als Archäologe. Dann bin ich hier hingefahren, habe mir das angeguckt und habe gemerkt, was das Museum alles hat. Also es hat sehr viele Originalschauplätze kombiniert mit Ausstellung, und da habe ich gedacht, sowas gibt es nicht woanders, und dann habe ich mich mit voller Inbrunst und Leidenschaft hier beworben. Ja, und es hat auch geklappt, wie man sieht. Und ja. Ja, ich bin richtig, ja, da, ja, sag mir, also, ja, müssen weiterkommen, das heißt, wir dürfen nichts sagen über den Mann, der hier ist? Dürfen wir. Wir haben Karl Röchling hier und dann Karl Ferdinand Stumm, ja, der am Hallberger Schloss gewohnt hat, das auch bauen ließ. Wir wollten die beiden großen Hüttenbesitzer hier zeigen als Patriarchen ihrer Zeit, die auch politisch sehr aktiv waren. Und sie sind halt auch über Saarland hinaus bekannt geworden. Mein Vater war letztens noch am Niederrhein unterwegs und ruft mich dann an und sagt, ich stehe hier von einer Halde, und da steht dran, Karl Röchling hätte die verursacht, 1904 gekauft. Und oben haben wir dann die Villen mal. Die sind heute, also die Villa Röchling ist heute gar nicht mehr zu sehen. Wir haben da hinten auch die Villa von der Bruchs früher im 19. um 1900 rum. Und darunter das Gemälde, das finde ich noch gut. Das stammt von Thomas Bruch. Ich sage nicht, wo er es gelagert hat, aber es ist ein Familienfoto, angefertigt vom Hofmaler des Saarbrücker Schlosses im 18. Jahrhundert. Dryander hieß der Hofmaler. Und darauf ist halt nicht nur die Familie zu sehen, sondern auch noch eine Uhr im Hintergrund. Und die Uhr ist heute noch im Familienbesitz der Bruchs. Genauso wie dieses Notenheft auf diesem Gemälde im Landesarchiv genauso vorhanden ist im Saarland. Das heißt, das spricht nochmal für diese Kontinuität, für die Tradition dieser Familie. Ja. Das heißt, es ist die Familie Bruch, die zum Beispiel jetzt die Supermärkte macht? Oder ist es die Familie Bruch, die das Bier braut? Oder? Das Bier braut, das siehst du auch hinten rechts noch, die Fässer, die gerollt werden, das ist alles noch in der Tradition. Und als dann 1955 klar war, das Saarland will wieder zurück an die Bundesrepublik Deutschland, war klar, dass die saarländischen Bierbrauer Konkurrenz kriegen. Bayern, Baden-Württemberg, Köln. Und dann zufällig 1956 kommt Gustav Bruch auf die Idee, große Teile im Saarland an Flächen aufzukaufen, unter anderem auch die Firma DEA, die ja von Tankstellen bekannt sind. Und dann hat er einen Vertrag gehabt, dass er dort Erdöl fördern könnte, und hat nach Erdöl im Saarland gesucht mit dieser Wünschelrute und ist leider kurz danach gestorben. Ich sage immer, sonst hätten wir heute vielleicht einen Scheich statt einen Ministerpräsidenten. Das ist nicht verstanden. Das heißt, der hat wirklich Flächen aufgekauft, um wirklich mit, oder war das nur ein Vorwand? Also wir haben hier eine Saarlandkarte. In der Saarlandkarte ist ein Fünftel, würde ich sagen, oder ein Sechstel im Bruchbesitz. Hier vorne, hier unten, leider liegt da der Vertrag drüber. Und er hatte wirklich das Ansinnen, hier steht Erdölkonzession im Saarland, hatte das Ansinnen, dort Erdöl zu finden und zu fördern.
Und ich denke, dass es in diesen Turbulenzen um die Angliederung an die Bundesrepublik, man musste neue Wirtschaftszweige entdecken, und das fand ich eine interessante Idee von ihm. Ich bin sprachlos. Er hat, hier ist ein Plakat. Fatih will nur, das ist handgezeichnet. Ja. Das ist, warte mal, ich hab gerade die, das Licht habe ich gerade im Bild. Da ist ein Mädel, das hält einen Carlsberg-Krug. Fatih will nur Carlsberg-Bier. Ist das geil? Ja, ich finde super, dass wir heute natürlich nicht mehr erlaubt. Aber wir sind froh, dass wir das Original von der Familie Weber bekommen haben. Ja, ja, ich hatte das Glück, den Herrn Weber vor kurzem zu interviewen. Ja. Die heißen ja alle Christian. Okay, da kann ich nichts zu sagen. Dann ist das okay so. Nee, toll. Aber hier sieht man auch, das ist ein absolutes Traditionsunternehmen, die wirklich, hier gab es damals schon eine Aktie, und zwar die Aktie Nummer 1. Ich kann lesen. Genau. Muss man gerade die genaue Jahreszahl nachgucken. 1897 ist die Carlsberg schon an die Börse gegangen. Und da haben wir die erste Aktie. Ja. So, wir müssen ganz kurz einen Cut machen. Dann kommen wir nämlich zu Teil 3. Ja, in dem Museum, das Sie besuchen müssen, nämlich direkt neben dem Saarbrücker Schloss. Ja. Und das heißt? Historisches Museum Saar. Vielen Dank. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Bis gleich.